ja auch schön, ey. Willkommen und zurück zu einer nagelneuen Folge von Schöne Ecken. Draußen jetzt wirklich im Frühling und jetzt wirklich mit Gästin. Steht im Duden, habe ich gelernt, in einem anderen Podcast. Stell dich kurz selbst vor. Hallo. Hi. Hi. Ich bin das zweite Mal Gästin in diesem Podcast, Schöne Ecken. Das zweite Mal. Ich hatte schon einen Gastauftritt, das erzähle ich nachher noch mal kurz, vielleicht zwischendurch, wenn es mal passt. Ich bin Lena und ich arbeite im Support. Wir sind Kolleginnen. Ich habe ganz furchtbar viele Verbindungen zu diesem Podcast und ich bin wahnsinnig gespannt darauf, jetzt hier heute mal dabei zu sein. Und darf ich verraten, wo wir sind schon? Oder? Ja. Okay. Wir sind im Park der Sinne in Laatzen bei Hannover und haben hier ganz abgefahrene Hintergrundgeräusche. Gerade eben war es total schön idyllisch und auf einmal kompliziert die Bahn und so, seitdem wir aufnehmen. Ich werde furchtbar viele Wortspiele machen rund um das Thema Sinn wahrscheinlich. Ja. Wenn mir welche einfallen, es fällt mir keins ein, ist klar. Irgendwann macht die Bahn da gerade keinen Sinn, wenn es um Atmung geht. Schon, aber wir sitzen hier gerade auch wie alte Menschen auf der Bank und sind erschöpft vom Tag, weil wir einfach erwachsen sind. Ja, ich war auf der Messe. Ja. Direkt nebenan, deswegen passt das so kongenial. Aber vielleicht sollten wir uns mal klären, warum du? Warum ich? Als Gästin in diesem Podcast. Weil warum? Jeder Gast hat doch einen Grund. Erstmal, warum denn nicht? So. Okay, gut. Das finde ich jetzt ist erstmal schon mal so, warum muss das jetzt hier, nein. Also ich kenne, glaube ich, das Projekt seit den ersten Folgen. Ich habe mit Helge damals zusammengearbeitet. Das heißt, wenn ich... Du sitzt auf seinem Stuhl. Ich sitze quasi auf seinem, es ist also, nicht wirklich sein, es ist mittlerweile ein anderer Stuhl, aber es ist im Prinzip sein Platz. Bin also da auch von der Arbeit einfach so damit Teil des Ganzen und irgendwie stand das immer auch ein bisschen aus. Also wir haben uns ja öfter mal drüber ausgetauscht auch irgendwie und dann hat sich das jetzt ehrlich gesagt ein bisschen so ergeben. Deswegen, ich glaube, den Grund gibt es eigentlich nicht so richtig. Aber es gab eigentlich nie so richtigen Grund, das nicht zu machen. Und außer, jetzt dass es sich bewährt hat, Menschen aus dem Support für Podcasting zu nehmen, weil die können gut reden. Wir sammeln einfach furchtbar viel. Ja, das ist so. Und, wir sind die Komfortstimmen. Und natürlich sind wir deswegen auch mal wieder in Hannover, was ja schon besonders ist. Wir sind nämlich auch immer noch auf der Jubiläumstour. Der Park der Sinne in Laatzen, in der Nähe der Messe, war eigentlich auch geplant oder zumindest eine Möglichkeit für die Jubiläumstour, die ich mit Sven gemacht habe, zur Folge 200. Um auch an die Orte zurückzukehren, die in unseren ersten Folgen eine Rolle gespielt haben und auch die Themen, unter anderem die Expo, die diesen Park quasi geboren hat oder hervorgebracht hat. Warum eigentlich? Geboren. Hätten wir vielleicht mal recherchieren können. Aber auch das ist wie früher, keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir das vielleicht noch unterwegs raus. Also warum kann ich dir jetzt auch nicht sagen? Ich weiß nur, dass da definitiv Menschen beteiligt waren, die da also fachlich durchaus kompetent sind. Also auf jeden Fall ein, glaube ich, bekannterer Landschaftsarchitekt, dessen Namen ich natürlich jetzt nicht weiß, aber den wir bestimmt jetzt hier gleich nebenbei noch mal schnell rauskriegen. Ich habe mich auch nicht klug gemacht hier drüber. Ich war hier aber auch einfach noch nie und das, obwohl ich über 30 Jahren, aber seit jetzt nunmehr, glaube ich, 10 Jahren ungefähr in Hannover direkt wohne und im Umland aufgewachsen bin. Ich war noch nie in diesem Park hier, obwohl wie auch damals, als die Expo war, 2000, das war ja ein Highlight ohne Ende hier. Ich glaube, es war nur in Hannover ein Highlight gefühlt irgendwie. Also ich war auch da aus Göttingen, aber es hat geregnet, es war nicht so. Ja, naja. Ich glaube, das war so ein, also wir mussten auch von der Schule ganz oft dahin, aber ohne irgendwie Auftrag sozusagen, sondern es war wie früher in Heidepark fahren und Kinder, lauft mal und unterhaltet euch selbst für einen Tag. Und dann war das auf der Expo irgendwie genauso. Deswegen haben wir auch alle nie verstanden, was mit der Expo, was das eigentlich ist und was die soll. Aber auch in dem Kontext damals habe ich nie diesen Park irgendwie erleben dürfen. Und jetzt sitzen wir hier auf dieser fabelhaft abgeschrammelten blauen Bank. Die ist bestimmt und auch exakt so alt wie der Park. Mit vermutlich, Jahre. Ja. Die Expo war 2000. Und ich habe gerade kurz mal nebenbei schnell unser Rechercheteam gebeten, mir eine Zusammenfassung zu schreiben und das auch gleich auf Wikipedia zu posten. Und wir sitzen auf einer ehemaligen Mülldeponie. Okay. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob die ehemalig ist, vielleicht ist der Müll aber noch hier drunter. Kann durchaus sein. Das steht nämlich nicht so richtig. Wahrscheinlich. Ob der Müll weggemüllt wurde oder ob es einfach oben drauf gerumst wurde. Und der Park soll natürlich, kannst du den Namen schon nehmen, die Sinne
anregen, und zwar Gehör, Sehen, Tasten und Riechen. Wie gut, dass ich Heuschnupfen habe und nichts riechen kann. Ja, dann uns wird angeboten Hörmuscheln und sogar ein Barfußpfad, was für meine geschundenen Messefüße ganz gut ist. Ja. Und andere Dinge, die wir gleich noch entdecken können. Ich bin sehr gespannt. Auch ich war noch nie hier. Und wir laufen dann gleich mal einfach los. Vielleicht noch eine andere Bemerkung. Nicht, dass die Sven-Fans jetzt Sorgen bekommen, dass ich hier wieder einen neuen Podcaster, Podcasterin einführe. Immer wieder mal frisches Blut ist sicherlich ganz gut, aber vor allen Dingen auf der Gast- und Gästinnen-Ebene. Genau. Ich bin nur jetzt mal hier. Genau. Ich bin so jetzt nicht für immer hier. Aber es ist auch mal ganz gut, mal an anderen Orten mit anderen Menschen Folgen zu machen, weil die Logistik der gemeinsamen Folgen mit Sven ist, wie ihr das vielleicht schon aus unseren Making-ofs und Jahresrückblick-Folgen gehört habt, nicht immer ganz einfach zusammenzukommen, weil wir ja ganz weit entfernt wohnen, also halbwegs. Ne? Und deswegen gibt es immer wieder mal Folgen zwischendurch mit anderen Menschen. Genau. Und heute ist so eine Folge. Ich würde sagen, auf in den Park. Auf geht's. Bisher haben wir noch nichts gesehen, außer dass viele Kinder rauskamen. Ja, und auch also ihre Eltern. Und ich weiß nicht genau, tatsächlich, ich bin mich vorher gefragt, auch schon bei der Vorbereitung mit Sven, ist das jetzt ein Kinderding? Ist es für Erwachsene? Was soll das überhaupt? Kann das, hier ist auf jeden Fall so ein Weg, das sieht hier sehr schick parkig aus. Und da ist jetzt so ein Teich. Und nee, da kommen wir aber, glaube ich, auch nicht so rum. Ne? Du bist Gästin, du kannst sagen, wo es lang geht. Ja. Weil du kennst dich hier also aus. Was richtig spaßig werden könnte, ist, da hinten ist so ein kleiner, aus Steinen gebaut, sieht es zumindest jetzt von Weitem aus, so ein kleiner, wie so eine Brücke, so ein Pfad über den Teich. Ich wäre dafür, dass wir auf jeden Fall gucken, dass wir den spätestens nachher einmal gehen, weil ich fall garantiert rein. Okay, gut. Also ich hoffe nicht, aber wir können jetzt hier erstmal den gefühlten Anfang des... Also nicht im Uhrzeigersinn, obwohl da ist auch wieder Ausgang. Ist das jetzt, ja, ich glaube, also erstmal sind wir orientierungslos im Park, glaube ich, weil keiner weiß, wo er lang gehen soll oder sie. Da hängen auch schon wieder Schlösser an der Brücke. Ist auch so ein Ding. Nervig. Ja, okay. Da muss ich nochmal etwas zu sagen. Hm. Ja. Ja, du warst ja, du hast da so auf der Hand gerade so einen Stempel. Ja. Sieht ein bisschen aus, als wärst du feiern gewesen. Das steht doch auf Deutsche Messe. Und ich habe etwas getan, was für diesen Podcast hochinteressant ist. Ich bin nämlich mit dem Verkehr der Zukunft gefahren, mit dem Verkehrsmittel der Zukunft. Jetzt denken unsere Hörenden oder Hörerinnen und Hörer, Elektroauto. Nein, ich bin überzeugt, Elektroauto ist doof und stinkt, also nicht wirklich, aber das ist die Vergangenheit. Ich bin heute mit der Zukunft gefahren und ich bin wirklich der Meinung, Elektroauto ist Quatsch. Ich bin nicht gefahren mit einem Wasserstoffauto. Richtig geil. Und dazu braucht man diesen Stempel. Ich muss eine Sache gestehen. Exkurs Mobilität. Ich dachte immer, so ein Wasserstoffauto hat auch einen Wasserstoffmotor. Das kann ich, wenn du jetzt Expertise von mir erwartest, muss ich dir jetzt leider sagen, nein. Ich dachte halt, den Wasserstoff pumpen den da rein und lass den verpuffen und dann kolben und der ganze Motor misst. Und deswegen ist es ja eigentlich Quatsch. Das stimmt ja gar nicht. Die haben nämlich eine Brennstoffzelle da drin und erzeugen Strom. Und das ist eigentlich ein Elektroauto. Nur das ist ja, das hat aber einen Tank mit Wasserstoff drin. Das kann erstmal problemlos 600 Kilometer damit fahren. Crazy. Und man braucht einfach nur ab und zu mal tanken, wie das bisher auch der Fall ist. Es gibt schon 70 Tankstellen in Deutschland. Mhm. Damit kann man schon halbwegs von A nach B kommen. Müssen vielleicht mehr werden. Aber ich fand das total faszinierend, weil ich nicht wusste, dass ein Wasserstoffauto eben keinen Wasserstoffmotor hat, sondern einen Elektromotor. Mhm. Das hätte ich jetzt aber auch ehrlich gesagt technisch so gar nicht einordnen können. Ja. Und ich wurde jetzt gerade nebenbei von dem ersten Sinnding hier abgelenkt. Ja, erzähl mal. Das ist wie so ein Glücksrad sieht das ein bisschen aus. Das ist so eine sonnenartige Scheibe mit blauen und gelben Streifen und man kann sie drehen und es wird einem so leicht schwummrig, wenn man drauf schaut. Und ich glaube, es soll aber irgendwann Dinge mit einem tun, wenn man da drauf schaut. Na, schau mal lange drauf. Nee. Ich glaub, mir wird auch schlecht. Mir schlecht. Ich bin da nicht so. Das ist jetzt natürlich super, ne, wenn wir so eine Folge machen. Mir wird schlecht. Nee, ich habe so Motion Sickness Probleme auch an der Stelle. Deswegen Wasserstoff, ruckelt es mehr oder weniger, wenn man mit sowas fährt? Das ist ein Elektroauto. Also es ist wirklich sehr smooth. Das fährt genauso wie ein Elektroauto, weil es ist einfach ein Elektroauto, aber ohne Batterie. Ist das ja, okay. Das ist ziemlich toll. Weil du hast den ganzen Batterie-Öko-Quatsch nicht. Mhm. Du hast auch nicht, dass die gar nicht so lange hält und dass die vielleicht auch altert, weiß ich gar nicht. Und auch so nachhaltig ist das Ganze nämlich auch brennt. Gar nicht, ne? Du hast einfach nur einen, wahrscheinlich auch nicht ganz ungefährlichen, aber das kann man bestimmt in den Griff bekommen, weil Benzin ist auch nicht so toll, so ein Wasserstofftank. Ne? Und der macht dann so, der mudert da vor sich hin und macht Strom. Eben. Und anscheinend genug Strom, um damit zu fahren. So, hier ist in die nächste Attraktion. Eine, ist das so? Das ist ein Beet. Ist das, meinst du, das ist jetzt hier, das ist bestimmt irgendwas Blumiges, was duftet. Aber dafür sind wir zur falschen Jahreszeit hier. Ja, es ist endlich mal Frühling und warm, aber trotzdem duftet immer noch nichts. Das ist doch blöd. Nicht so richtig.
Ich sehe ganz viele Enten, was ich sehr lustig finde, ehrlich gesagt. Ich mag Enten. Die watscheln hier immer über die Wege. Ja. Und Kinder. Die watscheln hier auch über die Wege. Nämlich dieses Kinderthema sehr beherrschend. Wieso wohl? Ich komme ja auch gerade aus dem Kinderwochenende von Familie. Vielleicht können wir darauf gleich nochmal eingehen, wenn wir den Park so ein bisschen erkundet haben. Das Gewässer übrigens ist ausgetrocknet und matschig. Ist auch blöd. Ja, hier ist so wie so ein Bächlein, ne? Das ist bestimmt sehr schön, wenn das befüllt ist. Aber so muss ich sagen, sieht es auch eher traurig aus. Und ein bisschen wie als würden da jetzt gleich Wildschweine vorbeikommen und sich ein bisschen suhlen. Ja, ja. So sieht es aus. Es hört sich jetzt an, als wenn wir den übelsten Rödelpark hier. Ist überhaupt nicht so. Also nee, der Park rödelig ist angelegt. Ja. Aber vielleicht nicht gerade so in Full Flavor, wie das heißt. Ja. In Full Fashion Mode. Ja, so. Also der ist muss halt auch früh im Jahr gefahren werden. Aber Potenzial sieht man. Ja, ganz das ist viel schon. Potenzial. Du kannst aber nebenbei erzählen, weil wir ja so ein Wurzeln in Hannover haben als Podcast und dann sind wir abgehauen, also weggezogen quasi und haben eigentlich keine Hannover-Folgen gemacht, außer jetzt kürzlich auf der Jubiläumstour. Ja. Du als Hannoveranerin, ne? Ja. Wie findest du die Stadt so? Ja, das war klar, dass so eine Frage kommt. Ja. Ich habe mich deswegen ganz bewusst nicht darauf vorbereitet, dass diese Frage kommt. Das muss man ja auch nicht, weil finden kann man ja einfach aus dem Bauch raus. Also ich mag Hannover unheimlich gerne, weil es mir sehr, sehr... Das hat diesen Podcast noch keiner gesagt übrigens. Ja, schön. Ja, dann ist das jetzt auch ein erstes Mal. Genau, lass mal da lang gehen, das sieht hier spannend aus. Das ist eine kleine Schlucht in der Ecke. Das könnte ein Wasserfall sein, wenn da Wasser wäre. Wenn da Wasser käme, ja. Ja, also Hannover. Ich mag Hannover. Hannover ist meiner Meinung nach ein sehr abwechslungsreiches Pflaster. Und man kann sehr abgefahrene, sehr schöne Ecken finden, wenn man das möchte. So wie diese hier. Genau. Man darf hier übrigens nicht klettern. Das finde ich schön. Weil man da so drei Steine hat. Ja, also Hannover ist eine Stadt, in der Klettern verboten ist, offensichtlich. Nein, also jetzt gar nicht mal nur so aus architektonischen oder stadtplanerischen Gründen oder sowas, dass ich jetzt Hannover mag. Ich bin hier einfach schlichtweg aufgewachsen. Und aber im Umland. Und für mich war Hannover immer so ein, boah, da darf man am Wochenende irgendwie mal hinfahren, wenn man, als man jung war. So. Und da gab es Alkohol. Da gab es Alkohol und Discos und so ein Kram auf einmal. Irgendwie damals ging man noch in die Disco. Heute nennt man das ja auch alles. Wie anders. Heißt das? Club oder so? Oder ist es auch schon vorbei? Ich weiß es nicht. Ich bin da ein bisschen raus, ehrlich gesagt. Obwohl ich irgendwann mal auch in einem gearbeitet habe. Und ich habe einfach, glaube ich, über die Menschen, die ich so in meinem Leben hier in Hannover kennengelernt habe, auch einfach sehr unterschiedliche Seiten von Hannover gesehen. Ja. Und sowohl tagsüber als auch nachts irgendwie. Und es gibt, glaube ich, nicht mehr so super viele sehr überraschende Dinge jetzt in Hannover für mich. Oder Ecken. Außer dieser hier. Außer dieser hier. Deswegen, also so ein paar Sachen sind natürlich da immer noch irgendwie, die man nicht macht. In seinem Alltag irgendwie. Und deswegen finde ich das gerade sehr cool, dass wir das hier jetzt machen. Ja, ich glaube, ich verbinde Hannover einfach mit Heimat, mit ganz vielen Menschen, die ich mag und gerne mit ihnen Zeit verbringe. Und deswegen mag ich auch Hannover. Und ich finde Hannover auch jetzt echt nicht schlimm oder hässlich. Ja. Ganz überhaupt nicht eigentlich. Das also es gibt jetzt, natürlich hässliche Ecken, aber die gibt es halt in jeder Stadt. So. Ich habe gerade so eine spannende These nochmal im Kopf. Natürlich können Menschen, die in einer Stadt aufgewachsen sind, sie gar nicht objektiv bewerten. Nee, eben. Gibt es sowas wie Stadttester? Die, also vielleicht sind wir ja schöne Ecken-Podcaster ja auch Stadttester. Weil wir versuchen, Städte so ein bisschen miteinander zu vergleichen, was aber auch wieder schwierig ist, weil müssten sie in jeder Stadt schon 20 Jahre gewohnt haben oder vielleicht 5, um sie wirklich erfahren zu haben. Ne? Mit all deinen Sinn. Ja, Park der Sinne. Ne? Wir gucken jetzt hier gerade so ein bisschen, wir sind stehen geblieben, weil wir jetzt irgendwas Spielplatzartiges sehen. Ich finde das total faszinierend. Es ist ein, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Spielplatz ist, also da ist ein Kind auch dabei, deswegen ist es, aber irritiert mich das. Ich habe das erst mal eine Frau gehalten, aber es ist tatsächlich noch ein Kind. Ja, nee, es ist ein deutliches Kind, ja, möchte ich jetzt mal sagen. Ich habe nicht genau hingeguckt. Ist maximal 6. Wollen wir mal zum schwingenden Stein gehen? Ja, lass uns zum schwingenden Stein gehen. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Nebenbei werden hier auch die Sinne akustisch. Genau. Ja, hören ist ja auch ein Sinn. Unsere Jugend wird angeregt. Damals. Benutzung auf eigene Gefahr. Kannst du mal was Gefährliches drauf machen? Was ist denn jetzt halt auch Benutzung, ne? Also, man kann also Benutzung einen Stein ist ja ein weiter Begriff, wenn sich da drauf und stellen. Stein hin und her schwingen. Ich werde mal mein Gepäck hier abstellen. Für zwei ist es zu eng, ne? Mach du erst mal. Ich weiß auch nicht, ob man da so... Es ist auch drauf, ein echter Stein. Ich habe jetzt mal gefühlt, es ist ein echter Stein. Also ich beschreibe mal für unsere Hörerinnen und Hörer, hier hängt ein Stein am Seil. Gott. Der ist auch da kann oben. Man sich auch hier so draufstellen. Ja, ich glaube, der kann gar nicht so weit schwingen, weil er unten auch festgemacht ist. Nee, schade. Es ist auch ein bisschen gruselig irgendwie. Es dreht gedacht, sich auch. Dass der, ich
gebe mal ein bisschen. Ich bin auf einmal auch deutlich größer als sonst. Ja, das stimmt. Muss man jetzt dazu sagen. Das bin ich gar nicht gewohnt. Ich auch nicht. Ich trage hier nicht mal hohe Schuhe. Und jetzt stehe ich auf so einem... Jetzt so vielleicht 10, 15 bis 20 Zentimeter aus. So, ist macht jetzt sonst auch nicht so viel. Super spannend irgendwie, aber es ist halt ein übelst gigantischer Stein. Welcher Sinn ist denn hier drin? Ich weiß das nicht. Balance? Das vielleicht, das ne? ist kein Sinn. Ja, wenn wir jetzt für immer hier draufstehen bleiben müssen wahrscheinlich, weil das niemals aufhören wird zu schwingen. Ich brauche, glaube ich, mal kurz deine Hand gleich. Echt? Oh. Um hier runterzukommen, ohne gut, mich... dann bitte. Meine... Geht's? Danke. Ja. So. Vielen Dank jetzt für den Support. Das Kind. Bitte. Wir sind jetzt auch so mehrere so kleine Stationen. Ja. Die, glaube ich... Und, oh. Noch mehr Sinnesempfindung. Die Wassergeschichte könnte sehr spannend sein, weil sie Pumpdinger hat. So diese Kurbelpumpdinger, die kennt man vielleicht von Spielplätzen. Ja, diese Mühlen, ne? Und aus, so genau, Schaufelräder. Und so Schleusen Brücken sehe ich und da. Und diverses Zeug, wenn denn Wasser da wäre, genau, was nicht das ist. Jetzt aber leider vielleicht kann es noch zur Zeit noch frosten, deswegen machen sie es nicht an. Das wird schon Sinn ergeben, ne? Bestimmt, Sinn im Park der Sinn. Ach, natürlich, ja. Park der das Sinn ist ergeben. Hier auch irgendwie alles. Und wir wollen Bier kriegen. Was? Naja, weil das doch auch so ein Geruchsschmackssinn ist und auch der, so. Der Gleichgewichtssinn könnte dadurch auch ja, beeinträchtigt sein. Das stimmt. Hm. Wir hatten eben gerade irgendwie noch aber ein anderes Thema, glaube ich. Haben wir, ja, ich wollte von dir wissen, Hannover. Achso, soll ich das noch weiter ausführen? Ja, also vor allen Dingen, ja, dieser objektive Blick auf eine Stadt, das war der Punkt. Ja. Kann okay. man Städte eigentlich bewerten? Wir gestehen ja ein, oder ich gestehe ja ein, dass wir sowas durchaus versuchen in diesem Podcast und manchmal sehr kritisch bis zynisch sind, aber das ist halt das Format und man darf ja auch, wenn man irgendwo zuerst hinkommt, lästern. Hm. Für mich war Hannover mal so ein bisschen schwierig, beziehungsweise habe ich ja eine gewisse Erfahrung über mittlerweile 13 Jahre als Besucher, aber eben auch nur als Besucher. Ich bin zum Beispiel nie über Nacht hier oder fast nie. Ja, was und, ich sehr regelmäßig bin. Ich mag es ja nicht so gern, ne? Habe ich ja schon mal im Podcast hier gesagt. Dass du nicht so gerne übernachtest? Ich mag nicht so gerne Hannover. Ach so. Das ist jetzt blöd, ne? Bis eben mochte ich dich. ja, also ich glaube, bei mir hängt Stadt oder grundsätzlich Städte, nicht nur Hannover, sondern so grundsätzlich hängt das schon auch ganz schön doll an den Menschen, die man da kennt, wenn man denn welche kennt, wie man die Stadt kennenlernt und wie man sie findet. Und ja. Weiß ich nicht, bei Hannover, ich bin da definitiv nicht irgendwie objektiv an dieser Stelle, weil kann ich gar nicht. Ne? Also nee, für mich klar. ist das halt auch irgendwo ein Teil von Heimat. Also ich komme jetzt nicht direkt aus Hannover, aber aus dem Umland halt. Und das gehört halt irgendwie alles dazu und so ein bisschen Jugend und so. Und meine erste eigene Wohnung war halt in Hannover. Das war dieses Freiheitsding irgendwie dann auf einmal. Auch in Hannover halt und Hannover-Linden damals. Ja. Hier ist ein Wackelbrett. Mit so Sprungfedern, riesigen. Er macht es nicht. Aber immerhin, man kann hier irgendwie. Balance scheint auf jeden Fall so ein Sinn. Sinn trainieren. Ich habe tatsächlich noch welchen. Ja. Ich fall nicht runter. Naja. Trotz. Ist ja dein Support ja auch hier. aber so ein Stadttester müsste ja oder könnte ja vielleicht auch versuchen, eine Stadt möglichst objektiv zu testen, im Sinne von, hat man viel gemacht dafür, dass es Parks gibt? Sind die Straßenzüge irgendwie so, dass das Auge sich daran erfreut oder ist es eher so hingestellt? Also je nachdem, welche Kriterien man da anlegt, was ist das Angebot von tollen Dingen, die man machen kann? Mhm. Immer auch im Vergleich zu anderen Städten. Ne? Und tja. Also ich bleibe dabei, also auch nach diesen Ausführungen bleibe ich dabei, dass ich Hannover mag. Es gibt sicherlich Ecken und Orte, die nicht so schön sind oder wo man sich denkt, ach, irgendwie... Alles ein bisschen rödelig und räudig hier, aber es gibt laut das einfach in jeder Stadt. Und die Teile, die halt schön sind von Hannover, die finde ich tatsächlich auch einfach richtig schön. Also da fühle ich mich irgendwie auch wohl mit. Und ich habe sehr viele Freunde und Freundinnen, die außerhalb leben oder die halt auch einfach nicht von hier kommen. Und bekomme relativ regelmäßig Besuch von Menschen. Und habe dann immer so ein bisschen so eine Stadtführerin-Rolle irgendwie. Und irgendwie lernt man dann auch so, es gab nicht, das soll, glaube ich, auch nicht wackeln, so eine Touri-Guide-Rolle. Und finde das überhaupt nicht schlimm. Also ich finde das eigentlich sehr spannend, dann da Menschen auch was zu zeigen und so ein bisschen den roten Faden in Hannover dann da und Rathaus und dann Maschsee. Und klar sind das so ein bisschen abgedroschene Dinger, aber man kommt vielleicht selber im Alltag halt auch nicht so häufig dahin, dass das jetzt so ein...
ja, für einen selber jetzt irgendwie auch schon so ein ausgelutschtes Ding ist. Und ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier gerade sind. Das ist ja so ein bisschen so eine Fickelecke, oder? Es ist, Also hier ist ein Weg, ein Pfad, der auf so einen relativ hohen Wall führt, der so ein bisschen die Geräusche, glaube ich, von der Bahnstrecke und der Straße abschirmt. Mhm. Und hier oben wirkt es so, als würde hier selten jemand hinkommen. Ja. Und wenn aber dann... Es gibt doch auch diesen Fühlpfad hier, oder? Ja, ist das der? Nee, ich glaube nicht. Aber hier ich glaube nicht, Büsche dass fühlen. Du das... Nee, nicht mit aber den Händen, mit den... Alles okay? Blutest ja, du? Nee, noch nicht. Gut. Noch nicht, vor allen Dingen. Es wird also noch spannend. Oh Gott, der verletzt sich wirklich nicht. Das wirkt jetzt hier gerade. Ja, also so gewinne ich durch Besucherinnen und Besucher dann auch immer wieder eine neue Perspektive, auch ein bisschen auf die Stadt. Gleichzeitig natürlich wiederholt sich das alles irgendwie. Und da ich immer mal wieder auch bei meinem... Bei deinem... Bei meinem Freund bin, der in Magdeburg wohnt. Ach ja, stimmt, da war habe ich da jetzt im Moment so ein bisschen das Schöne aus beiden Welten. Ne? Eine Stadt, die ich noch nicht kenne und eine Stadt, die mir halt sehr bekannt ist. Und das ist eine schöne Mischung. Wir sind in Adamsgarten oder Adamsgarten. Hans-Joachim Adam wahrscheinlich. Das ist der Gartenarchitekt und Gestalter des Parks der Sinne. Und der ist hier, der liegt hier begraben, oder? Ich oder? Meinst du? Da ist ein Stein hier. Aber der wird doch hier nicht einfach so mitten in der... Also, genau. Ein bisschen gruselig, oder? Obwohl, guck mal, Familie Hense, ich glaube... Die hat dann hoffentlich den Baum gespendet. Das hoffe ich auch. Und nicht. Aber es gibt doch auch diese Friedwald-Geschichten. Vielleicht ist das hier so eine Mischung, aber vielleicht auch nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Park der. Tag der Friedwald. Schwindenden Sinne. Ja. Ha! Kling. Tja. Aber wenn jetzt Hannover cool wäre, dann müsstest du dann nicht herziehen. Nee, ich finde, man muss nicht herziehen. Man kann das auch besuchen und dann cool finden. Ja, oder besuchen und mal neutral finden, ne? Ja, also ich... Obwohl ich das hier gerade sehr cool finde, muss ich gestehen. Wir haben jetzt schon hätten ja viele sehr interessante Orte gefunden. Ja. Es ist auch eigentlich ganz cool, um Orte rauszupicken, die ich zu Hause nicht habe, weil mehr urban und mehr Stadt finde ich ja immer ganz gut. Also ich finde, man muss auch nicht so super dolle immer gegen alles wettern. Nö, ach. Man darf auch sagen, was kacke ist, man darf sagen, was gut ist. Natürlich, so. Natürlich. Das, also Ehrlichkeit ist ja wohl ne, das oberste Gebot. Ja. Aber ich finde, man muss jetzt nicht immer sagen, oh, Hannover ist scheiße, weil es liegt in der Mitte von Deutschland und hier ist alles irgendwie mittelmäßig und Durchschnitt. Ja, selbst wenn es so ist, dann offensichtlich gefällt mir dann irgendwie vielleicht der Durchschnitt. Aber ich, also klar, es gibt irgendwie andere Städte, die anders drauf sind. Jede Stadt ist irgendwie eigen und hat auch eine eigene Mentalität so ein bisschen. Also in Hannover werden ja viele Menschen als unangenehm oder unhöflich empfunden. Ach so. Also als wären wir sehr, sehr ruppig so mit unseren Mitmenschen. Und was ich sehr spannend fand, war, als ich dann in Magdeburg jetzt öfter ja war, dass ich da als unglaublich offen und kommunikativ und so empfunden worden bin. Ja. Was jetzt hier irgendwie eigentlich auch so ist. Also, ich weiß es nicht, vielleicht fahre ich da ein bisschen aus. Wir sind hier bei so einem Schild hier gerade. Ja, der Park ist dann zur Expo, steht da drauf. Der landschaftlich naturnah, sollte der Park. Was genau ist naturnah? Ich meine, hier ist naturnah. Es sind aber auch Pflanzen hier, vielleicht reicht das als Natur. Das ist eigentlich jeder Park. Und ist als Erfahrungs- und Lernort konzipiert und gebaut. Er verfolgt das Ziel, die menschlichen Sinne spielerisch zu aktivieren. Verschiedene Sinnesstationen bestehen aus Garten- und Spielbereichen, Ruhe- und Erlebniszonen, Klang- und Kunstprojekten. Die hätte ich gerne noch. Fordern zur Auseinandersetzung mit den vier Elementen Erde, Wasser, Feuer, Luft auf. Es gibt auch ein Lichtkonzept, das Wege und Räume effektvoll ausleuchten lässt und eine Szene setzt. Spannend, wenn es dunkel wird, aber dann ist es schon zu. Ich wollte gerade sagen, es widerspricht sich hier auch immer zu, wenn es dunkel ist. Ne? Ja, das finde ich so. Sehr gut. Muss man dann doch, also wir gucken mal, was wir jetzt hier noch so entdecken. Ja. Welche Sinne wurden bisher angeregt? Ja. Ja? Was? Welche? Also wir haben Gleichgewicht gehabt, wir haben Dinge angefasst, wir haben noch nichts gehört, ganz viel gesehen. Ich glaube, wenn hier überall, wo es so aussieht, als wäre da normalerweise Wasser, wie dieser recht gammelig wirkende Wasserfall hier. Gut, da hätten wir was gehört. Ja. Dann hast du was gehört? Nee, aber mit Wasser hätte man was gehört. Ja, genau, da hätte man halt hier überall jetzt diese Wassergeschichten gehört. Und ich fürchte, dass da ganz viel für uns jetzt hier gerade ein bisschen verbaut ist, sozusagen. Ja. Aber was ich gerade sehr angenehm finde, wenn ich das mal so anmerken darf,
ist, dass es jetzt gerade weder große Spielplätze noch Schulklassen von Kindern gibt. Nee, ja, stimmt. Das hatte ich ein bisschen befürchtet, dass die abends hier durchgekübelt, also generell, wahrscheinlich werden die auch irgendwann mal durchgekübelt. Ja. Cut. Also gezogen. Finde ich jetzt irgendwie. Ja. Sehr schön. Wir gehen jetzt hier gerade so eine Steintreppe hoch und knirschen hier rum. Durchs Laub. Da ist was mit Salz. Ja, hier ist so ein bisschen. Zum Klettern? Wie im Zoo. Das ist jetzt, glaube ich, das, was hier so spielplatztechnisch dem Ganzen am nächsten kommt. Ich habe irgendwie auch so Erklärungstafeln erwartet, wo man jedes Mal erklärt bekommt, Achtung, hier jetzt Folgendes für Empfinden. So Empfindungshilfen. Du besinnst dich jetzt auf dieses. Und so sinnstiftende Erklärungstexte. Ja. So, ich stehe jetzt auf so einem riesigen Baumstamm hier irgendwie. Bäh. Und Cornelis fällt gerade ein Seil hoch. Ich habe auch die falschen Schuhe dafür an. Ja. Das ist eigentlich so ein Frauenargument, ne? Aber ich habe die falschen Schuhe dafür an. Kann ich laufen? Ich habe hohe Schuhe an. Ich habe gute Schuhe an. Wer sagt denn, dass hohe Schuhe keine guten Schuhe sein können? So, ich bin schon wieder größer als du. Ja, Lena ist auf einem Baumstamm. Ja, der ist so der ungefähr 9 Milliarden Jahre alt ist. Fühlen und Empfinden gedacht ist. Weg auf jeden Fall ist richtig, richtig schön. Man mag ihn auf jeden Fall gerne angucken, finde ich. Ja. Ich finde auch ein bisschen spannend, dass ich hier gerade die ganze Zeit immer auf irgendwelche Dinge raufkletter. Ja, weiß ich auch nicht. Eigentlich nicht so meine Art. Wir kennen uns jetzt ja schon ein bisschen und eigentlich. Ich wollte noch eine freche These ausdrücken, fällt mir gerade ein. Eine freche These? Ob dieser Park vielleicht einfach auch nur ein Verlegenheitspark ist. Ein Verlegenheitspark? Ja. Weil wir sonst nichts haben. Nein, ja, auch das. Weil Müllkippe. Ach so. Direkt daneben Expo. Ja. Da muss man was machen. Ja. Zum einen also ist immer ganz gut, auch neue Parks zu bauen, wenn man schon eine Expo mit Naturbezug und so schafft. Und da gibt es doch auch Vorschriften. Bestimmt. Ja, auch das vielleicht noch, Ausgleichsflächen ich schaffen. Ich will jetzt hier mal meine Tasche holen. Was ist? Also ich weiß nicht genau, ob dieser Park tatsächlich geschaffen wurde, weil irgendjemand das Gefühl hat, es fehlt jetzt dringend ein Park hier unten. Und es wäre doch so schön und wir tun es, was gut ist für die Leute. Hier ist doch auch schön. Na gut. Willst du jetzt hier sagen, dass es hier nicht schön ist oder was? Doch. Aber man kann ja auch Verlegenheitslösung, beziehungsweise, ach, ist auch egal. Die Motivation ich kann es mir tatsächlich aber ein bisschen vorstellen. Also hier so die Ecke Latzen und Kronsberg und sowas. Ich glaube, da ist sehr viel Park entstanden. Hier geht auch dieser, der Blaue Ring heißt es, glaube ich. So eine Fahrradstrecke, ist die so einmal ein Anti-Alkoholiker? Um. Das ist der Weiße Ring und hat irgendwas mit AIDS zu tun, glaube ich. Aber ich bin jetzt auch gerade sehr unsicher. Es gibt so einen Radweg, der einmal durch die Region Hannover geht, um Hannover rum. Und wir sind ja jetzt auch gerade nicht richtig in Hannover, sondern in Laatzen. Ja. Und hier geht nämlich, glaube ich, dieser Radweg auch lang. Und das ist auch ein großes Projekt gewesen, wo sehr viel Park, in Anführungszeichen, und Radwege und sowas angelegt worden sind. Für die Radwege bin ich sehr dankbar. Das ist eine sehr schöne Sache. Habt ihr eigentlich mal eine Fahrradfolge gemacht? Ja, ich bin ja dabei, 5 Jahre alte Folgen nachzuhören. Und vor 5 Jahren waren wir mit dem Fahrrad unterwegs und haben U-Bahn-Station erkundet in Hannover. Cool. Um da schnell von A nach B zu kommen, sind wir tatsächlich mit dem Fahrrad auch in Station reingefahren. Ja. Mit Aufzügen und Rampen. Und haben währenddessen eigentlich vergessen, wirklich über die Station zu reden. Das ist irgendwie ganz lustig gewesen. Aber auch das Fahrradfahren kann man kaum hören. Ja, hier ist das Amphitheater. Ja. Cool. Das muss man noch mehr sagen zu. Das ist halt, ne? Das wird ein bisschen vergessen. Ist nicht so schön, wie ich jetzt gedacht hätte, ehrlich gesagt. Also diese Stufen hier, das finde ich jetzt schon so ganz ansprechend. Aber die Bühne quasi, wenn man so möchte, sieht ein bisschen aus wie eine öffentliche Toilette. Ja, stimmt, weil es auch links und rechts 2 Türchen gibt. Ja, diese komischen Insekten da oben, das finde ich ein bisschen. Ich weiß auch nicht so richtig, was das ist. So was gibt es an ein paar Stellen in Hannover. Und ich weiß nicht, woher die kommen, was die sollen. Und also der Sinn quasi ist mir nicht klar an dieser Stelle, die Sinnhaftigkeit. An der Brücke eingangs, wo ich auf dich gewartet habe, hing auch schon ein Vieh. Ja, und warum? Das weiß ich nicht. Weil es ist Kunst, ne? Ja. Muss das Sinn machen? Nein, weil es Kunst ist. Und Kunst braucht keinen Sinn. Kunst wird meistens im Budget reserviert. Irgendwie 5% der Baukosten müssen Kunst sein. Ich glaube, es gibt so Regelungen für sowas. Echt? Und dann irgendwann fällt jemand auf, dass da noch 5% Budget über sind und es Kunst sein muss. Hm. Und irgendwann kennt immer einen Künstler, so einen verrückten Onkel in der Familie. Und dann sagt man, dann mach mal was. Ja, da kenne ich auch so ein paar, aber die sind alle so unsympathisch, dass ich irgendwie mal sagen würde, nee, der kriegt das nicht.
Naja. Ich möchte nicht, dass die Nase noch höher geht. Vielleicht war der Onkel auch unsympathisch, aber hatte Kompromat, wer weiß. Ja, vielleicht war es auch so ein besänftigender Move. So ein, das ist was für die Sinne. Mach doch auch mal was, du kriegst ja deine zwei Käfer. Genau. Nein. Für die Fußsinne. Wir kennen nicht diesen Menschen ja überhaupt nicht. Ach, Spekulationen ist für eine Ecke. Zumindest wenn Sven nicht da ist. Erlaubt. So, so. Guck mal, hier ist jetzt so ein Fußpfad. Man soll jetzt die Schuhe ausziehen und hier mit barfuß was machen. Ich will es ja nicht. Wir haben also hier so ist schon mal so, vielleicht kann man das hören, so ein bisschen so Kieskram. Genau. Aber so schöner Kies. Ja. Nicht dieser stachelige, sondern so abgeschliffene, so wie am Meer ein bisschen. Das wäre ein perfekter Ort, um Foley-Aufnahmen zu machen. Man kann jetzt auf Kies laufen, man kann hier auf Platten laufen. Du läufst gerade auf so Waldboden. Rindenmulch. Das hier ist, weiß ich nicht, angeschrägte Ziegelsteine. Das sieht auf jeden Fall aus, als würde man dort stolpern. Glaube ich, sind nicht nur die Knie aufgeschlagen. Da drückst du ja die Kniescheibe weg. Das sieht richtig gefährlich aus. Ich finde, es klingt ein bisschen so, als würde man bergsteigen. Für Kinder ist das ja nicht gemacht, ne? Dann kommen normale Steine. Wenn du so kleine Füße hast, dann rutscht du ja über zwischen. Und hier gibt es noch Holz. Und du hast klackerigere Schuhe an als ich. Naja, gut. Gut. Du hast ja auch deine Ausgehmesseschuhe an. Richtig. Ich nicht. Ich glaube, der Bierauslass hat zu. Hm. Was ist da noch? Das ist diese ganz komische Tanne. Ja. Ich habe keine Ahnung, was für eine Art von Tanne das sein soll. Und sieht ein bisschen aus wie ein alter Mensch, der sich gebeugt über so einen Gang drüber schlonzt. Hier geht es noch weiter mit dem Weg, ne? Ach, das ist hier, ich dachte, das ist einfach nur ein schlechter Weg. Nee. Das ist hier übrigens schön. Ja, das war unebenes Kopfsteinpflaster quasi, ne? Jetzt kommt so Augen aus. Wie heißen diese Steine, so kleine? Ah, diese Pflastersteine. 70er Jahre Altstadtsteine. Ja, ja. Meine Eltern hatten mal so eine Einfahrt daraus. Dann haben sie alles rausgerissen und einen neuen Stein neu gemacht. Jetzt kommen so 60er-Jahre-Steine, so Waschbeton heißt es vielleicht. Ja, das heißt so. Genau, jetzt so Sand und andere Steine. Sand große. Und so kleine Findlingsglötze. Und jetzt kommen so noch mal andere Steine. Mir fehlen die Worte aus für Steine. Aber es gibt, glaube ich, in bestimmten Sprachen gibt es sehr viele Worte für Steine und Kiesel. Und in meiner nicht. In meiner auch nicht. Also ich glaube aber in so Sprachen, wo Steine wichtig sind. Das wären? Weiß ich nicht, so welche, die am Meer wohnen, wo Steine sich ganz dolle verändern immer. Ich weiß das nicht. Du hast es aufgebracht. Wir kommen jetzt, um abzulenken, in so ein Rondell. Mit einer, ich habe vor kurzem wieder gelernt, Pergola heißt das. Pergola. Das Carport hier quasi. Ja, genau. Pergola ist Zeug, woran Zeug, woran Blumen ranken sollen, was meistens nicht klappt. Und dann sieht es komisch aus. Ja. Kommt so aus hier. Südeuropa, wo das Teil besser klappt, baut man öfter mal aus, weiß nicht, Verlegenheit. Also schon auch mit der Idee, dass was dran rankt. Das klappt aber meistens nicht. Ja, so Weingerüst ist das ja so ein bisschen. Weingerüst, ne? Genau. Die Pflanze, nicht für die Flaschen. Bisschen bewachsen ist es, aber eigentlich nicht hier viel. Hier ist sowas Hagebuttiges. Mit so Dorn. Hier kann man nochmal mit Sinn so machen. Wie heißt das? Windbuschröschen? Röschenhof. Habe ich mir jetzt gefühlt ausgedacht, aber so eine Hagebutte ist das hier. Hagebutte hat die Stacheln? Ja. Echt? Gut. Hätte ich jetzt nicht so. Also ich meine, hier ist eine und sie hat Stacheln. Also gehe ich jetzt mal davon aus. Das ist stimmt, hier ist auf jeden Fall irgendwas Weiniges. Guck mal, wie schön das ist. Oh, Wein. Schön warum verdreht. Wein? Warum nur so ein Verdorten? Das hätten wir auch machen können, ne? Lass den bitte heile. Ja. Bitte ein tümpeliger See. See finde ich jetzt schon. Wasserloch? Ein Teich ist es. Schon ein bisschen die Frage, ob das jetzt zur Saison noch mal irgendwie belebt wird oder ob das eher so einmal hier hingestellt ist und dann blieb es so. Ja. Ich fürchte Zweiteres, oder? Hier ist Kamille. Ja. Ob man das riechen kann? Noch? Ich bin mir nicht sicher. Das ist eine vertrocknete Kamille. Ja, aber die kann man eine olle Kamille quasi. Eine olle Kamille. Ja.
Ja, also ich rieche hier überhaupt nichts, aber ich fürchte, wenn das, ich glaube, dass das hier bestimmt sehr gut riecht, wenn das alles hier in Blüte steht. Also ich denke mal so ein paar Monaten. Ja. Dann gäbe es hier halt Kamille, das riecht ja schon mal ordentlich. Und hier sind auch so andere Gewächse zwischen, die, glaube ich, Gerüche abgeben. Ja, das Streit ist sehr locker, ja. Und erhöht die Gefahr, in diesen Tüppel reinzufallen, weil er sich nämlich zum Tüppel hinneigt, Potsau von Stein. Gibt's ja nicht. Aber es sind echt erstaunlich wenig Menschen hier. Ich habe wirklich gedacht, hier sind jetzt irgendwie mehr Kinder. Banden von Kindern, weil es halt einfach heute auch relativ ja. warm ist. So. Also das war jetzt so meine Befürchtung, ehrlich gesagt, ja, ein ja, bisschen. Ja, 18 Grad, ne? Dass das jetzt, es ist zwar nicht sonnig, aber es ist sehr warm, verhältnismäßig. Und ich dachte, es brennt hier die Hütte. Ich weiß ja nicht, ob die noch abends ausgeführt werden. Die Kinder? Mhm. Ich weiß auch nicht, ob man das tut, ehrlich gesagt, ich habe keine. Ja. Führt man die aus abends? Man muss sie tatsächlich ausführen. Und vielleicht ist es nochmal ein spannendes Thema, was wir hier mal mit reinnehmen können. Ich bin ja Onkel vierfach. Und weißt du, irgendwie muss ich sehr aufpassen, weil manchmal hört ja auch Familie zu. Vierfacher Onkel ja. ist halt nicht ganz ohne. Da bist du auch schon hart pack konfrontiert mit dem, ne? Das ist bestimmt schon laut jetzt. Endlich mal was für den Klangsinn. Ja. Das ja, ist Onkel. Ja. Ich sagte, dass es vermutlich ziemlich anstrengend ist. Wart ihr am Wochenende unterwegs, oder? Ja. Weil Geburtstag hatte irgendwer von denen. Also, so. Nein, ich weiß, wer Geburtstag hatte. Mein Patenneffe hatte Geburtstag. Patenneffe? Ich habe einer von als Patenneffe oder ich bin Patenonkel ja. von einem der vier. Hat der so ein, wie bei Instagram oder so, hat der so ein Kürzel hinten noch dran am Namen für dich? So ein extra Motiv im Kopf? Naja, leider nicht mehr so richtig. Okay, das ist ein Grünchen bisschen, Schwierigkeit. Und ich weiß nicht, wie ich es genau sagen soll. Man soll ja immer so als Familie oder als Teil einer Familie. Also wir stehen gerade vor so einer Schale und man kann da vielleicht reinsprechen. Wir versuchen hier gerade Dinge zu tun. Das ist hier irgendwie. Wenn ich jetzt hier so rede, dann ist es natürlich klang. Ich glaube, ich habe schon einen Unterschied. Hörst du mich? Bla bla bla. Ich höre dich sowieso, du bist nicht weit genug weg. Das stimmt. Ja. Was ist das, dein Lieblingsneffe? Das war jetzt eigentlich so meine Frage. Ist das so der kleine Prinz? Ich glaube, ja, du musst in die Schale da. Ja, aber ich klatsch mal. Ja. Wir testen das jetzt mal. Und? Nee. Okay. Ich glaube, dass du. Ich weiß auch nicht. Die beiden gegeneinander ausgerichteten. Wieso ist hier kein Erklärschild? Zahlen machen wenig Schild. Wir haben wenig Sinn. Mann. Weil kein Schild, das uns erklärt, wie das funktionieren soll. Wir sind zu akademisch unterwegs, ja. glaube ich. Wir erwarten immer, dass uns alles erklärt wird, damit wir bloß Dinge verstehen. Wie Kinder. Ja, aber wir haben auch immer Angst, wir könnten was Wichtiges Wissenschaftliches verpassen, weil wir es nicht nachgelesen haben. Ja. Wie im Museum. Ja, Kinder, also. Der Lieblingsneffe. Es fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer und das ist so, was ich jetzt. Und überlegen, wie ich das sage, weil ich möchte auch gar nicht irgendwie das Gefühl erwecken, dass ich meinen Neffen blöd finde, aber es gelingt mir nicht so, was mit Musik in Bezug zu finden, wie man das vielleicht so erwartet. Und ja. es gibt ja. Wie alt sind die denn, wenn ich das jetzt mal so. 2, 3, 4, 5. Bis unsere okay. Zeit sind, glaube ich, 2, 5. Ja. Das wechselt sich so durch, dass eigentlich fast immer, oder eine lange Zeit im Jahr gibt es halt diesen Einjahrestag. Ne? Sie kamen ja auch wirklich im Jahreswechsel. Bruder 1, Kind 1, Bruder 2, Kind 1. Ich wollte gerade fragen, kommen Bruder die alle aus der gleichen 1, kind, 2, Frau oder Bruder, kommen die aus unterschiedlichen? 2 Frauen, 2 Brüder, 2 Kinder, gerade Jahre ja. und gerade Jahre. Okay. Hier sind so Bimmel. Ist wie so ein riesiges Bimmelstein. Xylophon. Kann man irgendwie. Der so macht es. Ach was. Ja. Ist nicht schlecht, ne? Man braucht jetzt einen besseren Schläger. Oh, nicht mit dem teuren Telefon. Also das ist tatsächlich so ein Problem. Man hat so ganz viel Erwartungen eigentlich plötzlich dann, die man so an dich? Unbewusst oder bewusst oder geschrieben. Oder die Kinder? Ja, an mich. Also die Kinder fährt auch an mich, aber die Eltern vor allen Dingen an die Kinder und an mich und alle. Und ja. die Ureltern, die, wie heißt das? Nee, die Großeltern. Die Großeltern. Ja. Oma, Opa. Auch so ein bisschen, ja. Und das ist, ja. will ich sagen, ich bin kein guter, ich habe so ein bisschen Sorge, dass ich kein guter Onkel bin. Und woran machst du das denn fest? Ich will immer schnell wieder weg. Ja, das kann natürlich. Das ist ein ziemlich ehrliches Gefühl, glaube ich.
Ja, und aber weg wollen ist ja auch nicht, dass du es nicht magst, oder? Nee, aber... Zwingend. Ja. Vielleicht ist es auch einfach ein bisschen viel. Ja, ich mag es nicht, dass es immer vier sind, glaube ich. Und oftmals gibt es ja auch schon dann die Konstellation zwei, wenn ich nur einen von beiden Brüdern besuche. Aber auch das ist irgendwie... Ah, wie soll ich sagen? Schwierig. Also vier Kinder auf einem Haufen, das stelle ich mir auch grausig vor. Muss ich ehrlich es wird sagen. Halt so erwartet von einem Menschen über, weiß ich nicht, was bin ich jetzt? Ach so, über 40? Ja. Mindestens, über 30 vielleicht auch schon. Dass man entweder Kinder hat oder Kinder mag oder entweder Familie hat oder Familie ganz toll findet. Und alles andere, was man so macht, ist halt dem untergeordnet. Was halt irgendwie auch ein bisschen stimmt, aber auch irgendwie ehrlich gesagt nicht. Oder? Ich weiß nicht, es ist so... Also, ich möchte jetzt auch keinen Podcast machen, wo hinterher alle unsere Kinder bekommen habenden Hörerinnen und Hörer uns deabonnieren, unsubscriben, nee, Kunstobjektnutzung auf eigene Gefahr, Klettern verboten. Okay, schon wieder nicht klettern. Nie darf man klettern, siehst du. Das soll hier ist nicht sehr kinderfreundlich hier, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, weil man darf hier nirgendwo klettern. Das mag diesen Park für manche Menschen attraktiver machen, für andere vielleicht weniger. Also ich habe jetzt so grundsätzlich nichts gegen Kinder. Willst du denn welche? Auf einmal da kurz rum, weil das hier ist so ein Vieleck mit wiederum... Ah, man kann da so durchgucken. Das ist ja freaky. Ob ich Kinder möchte? Keine Ahnung. Man kann den Kopf einstecken. Oh mein Gott. Das sieht tatsächlich ziemlich lustig aus. Da ist noch soll ich mal in das andere Ding gehen? Ja. Oh Gott. Aber jetzt haben wir das natürlich verkehrt rum gemacht, weil ich bin jetzt in dem Kleinen. Oh no. Weil bei mir ist das auch so nach unten alles. Da müssen wir mal anders rum. Ja, wir müssen das tauschen. Oh, ah. Ach, da ist noch ein Loch im Boden. Ja, eben, das ist für große Menschen. Oh je. Es gab jetzt hier also doch eine Unterscheidung für große und kleine Menschen zumindest. Wenn auch vielleicht nicht unbedingt nur okay. Zwingend. Guck mal, wie groß ich bin jetzt. Hilfe. Hi. Das ist übrigens von 2004 steht da. Also auch das ist später gekommen. Oder es wurde der TÜV geprüft. Also wie soll man das? Versuchen mal zu beschreiben, wo wir gerade drin sind. Wir sind in zwei Disco-Kugeln mit Fenstern. Und die Fenster haben so ein bisschen eine Verzerrung, oder? Ja, die haben so einen loopigen Effekt. Diese Objektive. Und man kann sich darin drehen, es ist auf einmal sehr windgeschützt. Das hören unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch gerade. Und es ist so... Kannst du mal kurz einen Rekorder halten? Da zwischen klaustrophobisch und, so, und cool. Die Arme drin. Irgendwie. Und ein bisschen spacig auch. Also ein Kind würde ich hier auch reinlassen, aber klettern lassen würde ich das auch nicht. Ja, also ich kann, glaube ich, diese Frage nicht so richtig beantworten. Sie treibt mich um. Steckst du fest? Also, ja, ich würde gerade fragen, wo der Rekorder ist. Der ist hier. Warte mal. Siehst du ihn? Ja, aber durch die Linse, das ist ein bisschen schwierig, weil das verzerrt. Oh, wird schlecht. Das ist weird. Siehst du das, wenn man da durchguckt? Ja, Und winzige Hände. Ja, lassen wir da rausgehen. Das ist. So. Also genau. Wo waren wir? Ach so, Kinder kriegen. Genau, ich fange jetzt nochmal an. Ja. Das heißt übrigens Insektenauge. Das ist auch von dem Hans-Joachim Adam, dessen Nicht-Grabstein wir vorhin gesehen haben. Er lebte zumindest 2004 noch. Ja. Gut. Das Ganze hier wurde übrigens wissenschaftlich begleitet, was ich spannend finde. Wo wir jetzt die Akademie ja wieder drin haben. Ja. Kinder. Ich weiß nicht, ob ich welche möchte. Ich bin sehr hin und her gerissen. Ich muss jetzt dazu sagen, ich bin auch schon im fortgeschrittenen, gebärfähigen Alter. Ja. Mit Anfang 30 und es gab auch tatsächlich mal Anläufe, wo ich jetzt rückblickend sehr, sehr froh und glücklich und dankbar für bin, dass da nie dazu kam, jetzt mit diesen Menschen gemeinsam. Also, weil dann jetzt einfach meine Beziehung auch anders aussehen würde und ich würde, glaube ich, sehr anders reden, wenn es dieses Kind jemals gegeben hätte, aber es gab es halt nie. Und weil es halt nie dazu kam. Ja. Und seitdem ist aber auch bei mir so ein bisschen so, Vorsicht. Vorsicht, Kinder quasi. Ja. Und weil ich irgendwie das Gefühl habe, so ein Kind, das bindet dich ja auch einfach massivst an einen anderen Menschen. Und mindestens das schon mal, ja. Und das ist so ein Thema, was mich auch ein bisschen stresst. Ehrlich gesagt. Und gleichzeitig denke ich mir, ich mag Kinder auch nur in einem bestimmten Alter. Welches denn? Das sind ja eure Hörer jetzt, sag ich mal. Ne? Ich mag Kinder zwischen 5 und 10 Jahren nicht. Warte mal, jetzt soll meine Neffen alle demnächst 5 werden. Ja.
ist das die Todeszone für mich quasi. Sie werden auch langsam so ein bisschen aggro manchmal. Das ist Grundschulalter. Und ich finde Grundschulalter ganz, okay, ganz furchtbar. Da fragen die ganz viel und wollen alles wissen, was super, weiß ich nicht, ist vielleicht. Kurze Erklärung, vielleicht sind wir gerade an so einer Hecke und suchen hier gerade irgendwelche Durchgänge. So, mal wieder ein Labyrinth. Wir waren ja in der letzten Folge auch schon im Labyrinth. Ach so, dieses offensichtlich bin ich dafür nicht gemacht. Labyrinth ist ein Hundertstel so groß wie das letzte. Das fanden wir auch schon so ein bisschen, naja. Yeah. Partiell zumindest. Ja. Und Besucher auch lustig. Ja. Ja. Also Grundschulkinder würde ich hier drin aussetzen und warten, bis sie alt genug sind und sie wieder abholen. Und okay. Ich weiß nicht so richtig, warum das so ist, aber das war, ich habe sehr viele Cousininnen und keine eng männlichen Cousinen quasi. Cousina. Und ich fand die alle im Grundschulalter mega unerträglich. Und danach ging das wieder. Dann wurden die so ein bisschen, weiß ich nicht. Erst sind sie halt niedlich und knautschig und so ein bisschen so, ne, Kleinkindheit. Und dann werden die so altklug, ist das Wort. Aha. Altklug. Altkluge Kinder, ja, mag ich nicht. Und ich verstehe, dass Eltern stolz sind auf ihre Kinder und ich möchte auch gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie alles... Das ist gut so und das ist richtig so. Das muss auch so sein und das wäre bei mir auch genauso. Also ich würde auch meine eigenen Kinder, denke ich mal, mögen zwischen 5 und 10 Jahren. Das wäre schlimm, wenn nicht. Es geht ja auch um Fremdkinder sozusagen. Ja. Aber diese altkluge, ich frage alles 40 Mal und erkläre es dir dann nochmal viel besser, weil ich meine, dass es besser ist, Art... Das finde ich ultra anstrengend und ist nicht so meins, muss ich sagen. Danach, wenn das so Richtung Pubertät geht, tatsächlich das Alter, wo Leute das eigentlich richtig stressig finden, finde ich es dann wieder umgänglich. Also irgendwie komme ich damit besser zurecht, weil es irgendwie berechenbarer ist. Aha, und so ein bisschen halt, ja, wenn sie erwachsen sind, dann ist es ja, dann ist wieder, dann sind ja auch keine Kinder mehr, ne? Ja. Da kommen wir jetzt übrigens an ein Gartenhaus und das wirkt echt ein bisschen wie ein Lost Place. Ja. Das ist wirklich. Auch mit so einem Grasdach, guck mal. Ja. Und, die Alternativ. Am Spenden mal. Spende mal. Moment. Was macht das? Mal spenden. Hm. Also dieses Kaffee hat schon lange keinen Kaffee mehr gerochen. Und seinen Sinn schon lange verloren. Es hat auch Zutritt verboten. Hier steht übrigens, hör mal. Hier steht Spende mal. Ich verstehe nicht, wo und wie man da... Für Münzen hören Sie Klänge, steht hier aus der Springer Ideenschmiede. Wir brauchen jetzt eine Münze. Ja, das ist ja nicht das Thema. Warte, Gäste müssen noch nicht zahlen hier. Ach, ich will doch nicht... Das ist doch kein echtes Geld. Aber ich kleines weiß, Geld. Mal gucken, was ist passiert. Ich halte hier mal. Ist da was zum Hören? Nee, hier ist nur so ein... Ich glaube, das ist nur der Öffner. Ach so. Okay. Ich halte Achtung, das mal festhalten. Fest. Ich schmeiße Geld ein. Muss ich das dann wieder zumachen? Da so schön verteilt hin. Weiß ich nicht, hab's noch nie gemacht. Achtung, und? Ja. Oh. Boah, für den Moment war es interessant, ne? Aber. Warte, hier ist noch ein Loch. Hast du auch noch was? Ich wollte jetzt kein 2-Euro-Stück dran werfen. Für Scheine oder Briefe hören Sie des Kaisers noch. Ach so. Das ist ein anderes, das können wir jetzt nicht machen. Ob das wohl funktioniert? Ich könnte jetzt meinen. Meinen britischen Fünfer da rein, nein, aber der ist zu schön. Nein, so schön. Na gut. Also kannst du natürlich, wenn du das möchtest. Haben wir hier doch ein bisschen was gehört. Ein Schiff? Das hört sich tatsächlich auf ein Schiff. Wie weit sind wir gelaufen, Cornelis? Ich bin mir jetzt unsicher. Tja, also hier kein Bier. Ja, kein Bier, weil Zutritt verboten. Ja. Und süßes. Ja, nochmal vielleicht zurück zu Kindern. Das ist ein bisschen wie so eine klassische Fernsehserie. Ne? Da wird auch mal hergeschnitten zwischen zwei Themen. Man muss dann selber klarkommen. Genau. So ungefähr, ja. Bitte kommen Sie klar. Also ich weiß nicht, es ist so ein bisschen, wir reden ja auch viel über Diversität in unserem Job und Gleichberechtigung und dass man auch irgendwie verschiedene Menschen mit verschiedenen Lebensentwürfen auch vielleicht gleiche Chancen oder auch irgendwie gleiche Anerkennung oder was auch immer geben sollte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt kommt so ein bisschen so ein Rant vielleicht. Achtung, festhalten. Und wer das nicht ertragen kann, Triggerwarnung. Ich bin ein bisschen genervt, dass ich als, ja, sagen wir Single ohne Kind und Familie so, so ein bisschen gedisst werde manchmal. Ne? So zwischen den Zeilen. Nicht offiziell, aber als ob ich irgendwie ein Leben hätte, was nicht ganz so gut ist, nicht ganz so voll ist, nicht ganz so richtig und irgendwas fehlt. Mhm. Und manchmal habe ich das auch gedacht, aber ich glaube, jeder Mensch kommt immer wieder an den Punkt, wahrscheinlich auch mit Kindern, ob das alles richtig ist, ob man
die richtigen Dinge ins Leben getan hat oder so. Und deswegen, dann ist die Entscheidung halt schon getroffen. Ne? Ja, aber ich bin eigentlich ganz schön glücklich, dass ich keine Kinder habe. Ich finde das halt voll Projekte, okay. Zum Beispiel diesen Podcast hier, den es vielleicht nicht mehr gäbe. Jetzt kann man sagen, blöder Podcast, soll das Kinder viel wichtiger, weil... Aber es sind halt auch nur Menschen irgendwo. Klingt komisch, ne? Aber... Und sie werden halt irgendwann auch einfach ganz normale Menschen und... Ich weiß nicht, ob ich das so richtig auf den Punkt bringen kann, aber vielleicht weißt du und wisst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, was ich meine. Das wird so besonders gemacht und ist sicherlich auch ein bisschen verknüpft mit Religion und unserer Kultur und bla. Und man braucht ja auch schon durchaus Nachwuchs. Das ist ja auch nicht falsch, gelegentlich ein paar neue Menschen auf den Planeten zu setzen. Aber es muss auch nicht jeder tun. Gerade heutzutage, wo wir insgesamt genug Menschen haben und auch hier im Land, glaube ich, geht's. Mhm. Oder wenn nicht, dann werden uns schon noch ein paar andere besuchen und bleiben. Und das ist auch gut so, weil alles Menschen. Ich wird ja hin und her migriert. Also es verteilt sich jetzt ja auch gerade alles wieder ein bisschen um. Ich würde sagen, wir setzen uns jetzt mal kurz an den Tisch. Ja. Dann gebe ich mal meinen Senf dazu, weil Senf am Tisch, das passt. Was du da jetzt gerade von dir gegeben hast. Ja. Ja, Foto, weiter geht's. Also wir kommen jetzt an den Tisch aus Stein, mit Tellern aus Stein und Essen, Brot, Fisch aus Stein, Stühlen aus Stein. Es ist nicht vegan. Nicht schlecht. Bascht, kannst du deine Tanzschuhfüße ein bisschen ausmachen. Ja, puh. Also als Frau Anfang 30, kinderlos, ich bin nicht verheiratet, ich war es auch nie. Und das macht mich ja in den Augen vieler Menschen, und ich weiß auch, die würden das, glaube ich, nie so jetzt irgendwie auf eine garstige oder böse Art und Weise sagen, aber das ist schon so ein, da fehlt noch was, so. Vielleicht bei ebenso der Frau wie bei mehr dir. Als beim Mann, aber vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Ich werde vielleicht öfter gefragt. Okay. Mhm. Was jetzt, also klar, ich bin halt auch in einer Beziehung. Da ist es jetzt noch eher, dann, dass man dann noch öfter gefragt wird. Und so ein bisschen, wie sind eure Pläne und so. Vor allem, wenn die alt genug wird, dann irgendwann geht da was nicht? Stimmt da was nicht? Ja. Wollen die das nicht? Ist mit ihr was nicht okay? Ist mit ihm was nicht okay? Warum wollt ihr das nicht? Ihr habt doch genug Geld. Das finde ich auch so schön, so Ansagen, dass... Hast du das so gehört? Dieses Werten, dass man sich das ja leisten könnte. Also ein Kind ist, glaube ich, auch einfach ultra teuer. Und das hört sich jetzt so an, als wäre ich total gegen Kinder. Das bin ich überhaupt nicht. Ich bin da eigentlich total offen, was so in meinem Leben dann noch so passiert an der Stelle. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie grob fahrlässig wäre, aber es ist jetzt einfach... Also ich wäre da echt für offen. Ich glaube sogar, dass ich das ganz gut hinkriegen würde und da meine Freude dran hätte, irgendwie das zu machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das haben muss. Und ich finde einfach spannend, dass in meinem Umfeld und das auch teilweise von meiner Mutter oder von Verwandten, die wirklich nah an mir dran sind und das eigentlich wissen müssten, dann solche Fragen kommen. Und gleichzeitig habe ich sehr viele Frauen in meinem Alter um mich rum, die keine Kinder haben und wo das völlig normal ist und man da auch nicht Großes thematisiert. Und das finde ich sehr angenehm. Also ich glaube, da geht auch ein bisschen was gesellschaftlich im Moment. Was das so ein bisschen auflockert, auch diese Erwartungen und aus traditionellen Familienmustern raus und so. Und nur weil da jetzt irgendwie eine Partnerschaft ist, muss da gleich 18 Kinder in die Welt und so. Ich finde es toll, wenn es Leute machen. Und ja, es ist natürlich auch so dieses Akademikerinnen verschrien sein, dass die alle keine Kinder kriegen und so. Gleichzeitig muss ich sagen, ja, wenn man mit dem Studium fertig ist, dann ist man halt irgendwie Ende 20, dann fängst du an zu arbeiten bis Anfang 30. Und dann, dann ist halt irgendwann, kommt dann entweder die Frage, und entweder das passt dann oder nicht. Vielleicht hat man auch viele Themen im Leben begonnen und gleichzeitig in vielen Fällen einen ganz okayen Job, sodass man auch sich letztlich auch wiederum, man kann auch sagen, sich leisten kann, keine Kinder zu haben, weil es ist ja auch eine Frage der Absicherung und so weiter. Ja. Und einfach auch sich als Mensch in seinen Interessen ausdrücken, was immer das auch ist. Das kann Reisen sein, das kann kreative Projekte sein, Sport. Ich kenne auch Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen sagen, sie wollen keine Kinder. Und zwar nicht, weil sie nicht dazu in der Lage wären oder weil sie sich auch nicht um die kümmern könnten, sondern weil sie genetisch vorbelastet sind und tatsächlich sehr rational an der Stelle sagen, ganz ehrlich, mit meinen Genen, und Partner ist vielleicht auch nicht so aufgestellt, wie man sich das jetzt so, das möchte man niemandem mitgeben, wo einfach vielleicht auch klar ist, dass dann eine Vorerkrankung da ist oder sowas, und man möchte das dann nicht machen. Ich denke, es gibt einfach sehr viele sehr, sehr legitime Gründe, keine Kinder zu haben und es auch nicht zu wollen vielleicht oder halt offen zu sein oder
sich da so ein bisschen noch drauf einlassen wollen, dann vielleicht auch später, ohne dass man das jetzt mit Mitte 20 unbedingt alles entscheiden muss. Ja. Es darf durchaus auch eine Lobby haben, finde ich, kinderlos zu sein. Weil es ist einfach nicht schlecht oder nicht anders. Und, naja. Das und es ist halt wirklich so oft so ein aber ich glaube wirklich, dass Frauen vielleicht doch öfter gefragt werden. Also dass da öfter mal so ein, und haben sie Kinder? So, man geht auch davon aus, vielleicht ist das ja auch so, aber das kann ich schon beurteilen, dass Frauen einfach auch mehr so einen Druck haben fast, der möglicherweise biologisch oder auch kulturell irgendwo beides wahrscheinlich eingebaut ist und die Frage vielleicht auch öfter auch nochmal aufs Tableau bringt und öfter zum Thema macht, was dann vielleicht auch bei manchen Menschen, aber vielleicht gilt das auch für Männer, einfach so stark wird, dass es fast schon unreflektiert passiert, sage ich jetzt mal nicht, aber dass es halt so ein bisschen auch Überhand gewinnt in einer bestimmten Lebensphase und dann gar nichts anderes mehr oder vieles andere dann zurücktritt und das dann einfach passieren muss und dann vielleicht auch gar nicht so gut ist, wer weiß, aber vielleicht auch gut ist. Ne? Also ich kenne diese Momente, die du, glaube ich, meinst. Oh, okay. Das ist für mich dann immer so ein Gefühl, das schießen Hormone ein irgendwie, das ist dann so ein... Okay. Das, was, glaube ich, viele Menschen mindestens schon beobachtet, wenn nicht gar selbst empfunden haben, dass man halt Kinder sieht oder dass man sich das dann vielleicht doch mal irgendwie vorstellt. Ich glaube, bei Frauen ist es ganz speziell so ein sich vorstellen, schwanger zu sein. Einfach dieses körperliche Erfahren des Ganzen ist, glaube ich, eine sehr abgefahrene Erfahrung und letztlich auch etwas, wo ich sage, da hätte ich nichts dagegen, das mal zu erleben. Okay. So, die Schwangerschaft jetzt erstmal einfach so. Ja. Ob da jetzt so ein Kind bei rauskommen muss, das weiß ich nicht. Gibt es da nicht was? Leihmutter.de? Ich möchte das nicht, glaube ich. Okay. Also anderer Mensch, Kinder, also nee. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also das würde ich, glaube ich, nicht. Also nicht nur, um eine Schwangerschaft zu erleben. Aber grundsätzlich fände ich jetzt die Idee nicht völlig abstoßend. Und ich fände auch nicht die Idee völlig irritierend, ein Kind zu haben oder da irgendwie Dinge weitergeben zu wollen. Das kann ich schon alles verstehen, aber es ist sehr zyklusabhängig, wo ich gerade so bin, habe ich das Gefühl. Also das ist auch... Mhm. Wir haben sehr abgefahrene Hintergrundgeräusche. Ja. Ich frage mich, ob man das hört. Ich glaube, das ist die Baustelle. Das hört man, Ich glaube, sie wollen sagen, dass wir schon eine Stunde haben. Aber letzte Zeit dürfen Folgen ja auch ein bisschen länger sein, habe ich das Gefühl. Ach dann. Ich bin ja auch Gästin. Ich darf ein bisschen ausschwafeln. Ja, jetzt haben wir doch echt so viel von mir erzählt. Von meinen Sorgen. Und deinen Sorgen und Nöten. Naja, aber das ist ja, also wie gesagt, als Frau ist es schon so, ich habe meine Momente, aber ich habe jetzt nicht so den Druck, dass ich denke irgendwie, okay, ich bin jetzt 31 und ich muss jetzt irgendwie, genau, es ist jetzt irgendwie kurz vor dem Eisprung, ich muss jetzt ganz massivst mich um Kinder gedanklich kümmern irgendwie oder ich könnte es mir vorstellen, ich bin aber auch offen dafür, dass es nicht da ist und ich finde es irgendwie spannend, dass ich ab einem bestimmten Alter der Freundeskreis halt so grundsätzlich so ein bisschen aufteilt in die mit Kindern und die mit ohne. Und ich verstehe das schon, dass ich da auch Alltag und Verantwortung und solche Dinge doch ganz schön verändern. Das verstehe ich, da habe ich ziemlich viel Verständnis, glaube ich, für. Ich glaube, mehr als viele andere Menschen, um mich mal selbst zu loben. Aber gleichzeitig weiß ich nicht so richtig, ob ich das möchte. Ja. Also es ist so ein echt so ein zweischneidiges Ding. So ein bisschen. Es ist so ein bisschen so, irgendwann kommt die Phase, wo vielleicht dein bester Freund oder deine beste Freundin wiederum eine Partnerin, Partner irgendwas hat und dann ist so weg vom Fenster. Mhm. Und dann kommt irgendwann dieses Familiending halt nochmal. Da hast du die Leute, mit denen du coole Sachen machen kannst und dann sind die halt eher auch weg vom Fenster für ein paar Jahre oder kommen auch nicht in der Form wieder, wie sie mal waren. Und das kann man jetzt so und so bewerten. Das ist erstmal eine Beobachtung, die ist dann so ein bisschen einerseits schade, aber andererseits sollen und dürfen Menschen sich auch verändern. Insofern wie kacke wäre das, wenn jetzt irgendwie man total gut befreundet ist und die andere Person kriegt jetzt irgendwie Kinder und man mag diese Kinder nicht. Ja, oder das kommt man einigt sich dann, was glaube ich Frauen sehr häufig tatsächlich machen, ist sich so ein bisschen einigen, ab wann man dann so damit anfängt, so gerade befreundete Pärchen, dass die Kinder befreundet sein sollen. Da stehen wir vor, die Kinder verstehen sich. Oder andersrum. Dein Kind hat Freunde und deren Eltern findest du kacke. Und du musst aber mit denen zusammen Kaffee trinken, während die Kinder jetzt da am Spielen sind irgendwie. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Und dann stell dir vor, du hast halt Kinder in der Familie und du kommst mit ihnen nicht so ganz auf einen Draht. Noch nicht. Also das kann sich ja alles noch geben. Aber ich habe am Ende auch gelernt, auch gerade vor kurzem erst, weil ich mir noch ein positives Kindererlebnis habe, ein richtig positives. Ich möchte nicht, dass das so verstanden wird, dass wir jetzt Kinder scheiße finden. Nee, also ja, ich habe halt einfach auch gemerkt, Kinder sind halt auch Menschen und man darf sie auch irgendwie entweder phasenweise oder auch so generell nicht so richtig mögen. Also nicht, weil sie irgendwie per se blöd sind oder sowas, sondern weil sie einfach irgendwie Dinge tun, mit denen man gar nicht sowas anfangen kann. Mhm. Selbst
Klugscheißen zum Beispiel, wenn sie so sechs sind ungefähr. Das ist sogar auch schon in jüngeren Jahren so. Da gibt es halt Kinder, die sind irgendwie zwei und irgendwie klappt es plötzlich. Und dann gibt es Kinder, die sind zwei und es klappt nicht. Mhm. Und hier ist der Weg zu Ende und es klappt nicht. Oh, ich dachte, hier kommt so eine... Ach nee, da, das ist das Ding, was ich ganz am Anfang erwähnt habe. Die Steine im Wasser, von denen ich jetzt gleich runterfalle wahrscheinlich. Der Scheideweg, wo man sich entscheiden muss, ob man... Ich glaube, die Worte rauchen das. Ja, es riecht ganz gut. Ja, ne? Ja. Also, die Sinne. Ah, ja. Schön. Möchtest du vorgehen? Genau, ich kann mich noch mal kurz... Geh mal vor. ...sehr beeindruckend den Kindererlebnis erzählen. Boah. Ich hatte nämlich letztens habe ich für ein anderes Projekt, ein Filmprojekt, eine Schauspielerin und ihren Mann besucht, die ich beide so ein bisschen kannte, aber noch nicht so richtig gut. Und die hatten eine Tochter, also haben sie immer noch. Und die ist, glaube ich, zwei. Und man sagte vorher, Achtung, die Tochter ist schlecht drauf, die ist heute im Agro-Modus. Oh Gott. Ja. Ein Kind im Agro-Modus? Das Schöne war, als sie mich sah, war sie es nicht mehr. Weil sie dich mochte. Sie konnte auch nach wenigen Stunden bereits meinen Namen halbwegs, was mein Neffen nicht so schnell geschafft hat. Was Menschen teilweise nach Jahren mit dir noch nicht richtig können. Richtig. Also nicht perfekt. Vor zwei Jahren aber ziemlich gut. Da waren schon alle Silben irgendwie drin. Und dann war sie einfach irgendwie ganz offen und es hat irgendwie ganz gut funktioniert. Ja, also da habe ich zum ersten Mal gedacht, es hängt auch einfach vielleicht an dem konkreten Menschen, der da schon irgendwie drin steckt, der noch nicht ganz ausgebaut ist, aber... Cornelis kompatibel. Ja, naja. Also jetzt um den Namen. Ich mag ja auch nicht irgendwie so viele Menschen und manche auch nicht. Ist halt so schwierig, wenn das eine eigene Familie ist. Und natürlich gibt es da hier auch irgendwie so Leute, die man nicht richtig mag. Man darf aber Menschen aus der eigenen Familie auch nicht mögen, finde ich. Ja, wenn es Kinder sind, ist es halt schwierig. Und ich will auch gar nicht sagen, Achtung, Hörerinnen und Hörer, bitte nicht falsch verstehen, das würde ich jetzt meine ganzen Neffen alle nicht mögen. Ich bin einfach nur gerade sehr unsicher, was die so für Menschen werden. Und das ist einfach noch nicht klar. Und es hat bisher wenig so Momente gegeben, wo es eben so angedockt hat, wie ich das gerade von dieser Tochter erzählt habe. Ja. Vielleicht brauchst du halt auch irgendwie noch eine Neffin. Ja, aber das klappt ja bei uns in der Familie nicht. Ich glaube, das Thema ist auch durch. So. Ich habe ja auch als Kind immer schon eine Schwester haben wollen und als Onkel immer schon eine Tante. Nee, warte mal, als Onkel immer schon eine Nichte. Eine Nichte, genau. Neffin heißt das nämlich gar nicht. Ja, genau. Und ich glaube, es war auch das erste Mädchen, mit dem ich irgendwie so, also das klingt mir so ein bisschen komisch, ne? Aber ihr wisst das, in dem Kontext ist das ja auch nicht schlimm. Also so connected hast. Connected habe, ja. Ja. Wo ich das Gefühl habe, hey, das Kind hat einfach mal Bock auf mich und ich auch zurück, weil was auch immer es ist, ne? Vielleicht wird man noch irgendwie nach 15 Jahren rausfinden, ja cool, diese Menschen, das ist wirklich ganz spannend. Da kann man irgendwie zusammen Dinge irgendwie diskutieren und machen. Ja. Und es kann auch mal alles ganz anders werden. Es ist ja auch nur so, dass durch Pubertät und ein paar Geschichten auch noch ein paar Mal sich dann auch der Mensch noch mal von A nach B gezogen wird und dann erst später fertig ist. Gut. Das ist richtig. Wir sind auch durch den Park durch. Wir sind jetzt eben über diese Steindinger, die ich da ganz am Anfang schon erwähnt hatte. Du hast es nicht gemacht. Ich bin nicht reingefallen. Ich bin auch ein bisschen stolz. Mir war ganz kurz ein bisschen so, als würde ich, ehrlich gesagt, an der einen Stelle. Ja. Weil ich an den unwahrscheinlichsten Stellen reinfalle. Jetzt muss ich das natürlich ein bisschen aufklären kurz. Ich bin so beim Wandern oder sowas immer diejenige, die von allen festgehalten wird beim über Baumstämme und Bäche gehen. Und ich falle trotzdem rein. Und wir hatten das, irgendwann war es so extrem, dass wirklich Leute mir mein Gepäck abgenommen haben. Das dann schon drüben war quasi. Zwei Menschen, einer vor mir, einer hinter mir ging. Und ich trotzdem reingefallen bin. Und ich, also von wegen okay. Park der Sinne und so, also gleich wie ich bin, ist nicht immer so da. Aber heute ging es zum Glück. Einerseits gut, andererseits schade. Ja, es wäre schön. Die Karten sind wasserfest. Ja, akustisch wäre es toll geworden. Bis zum Platsch wahrscheinlich gehört. Danach wäre wahrscheinlich aber die ganze Technik teuer. Du hast eine Haftpflicht, ne? Ja, das wäre jetzt nicht so, aber trotzdem. Aber es gibt keine neueren Modelle, insofern ist es immer blöd. Ja, und ich wäre nass gewesen und so. Ach so, ja. Auch irgendwie blöd gewesen. Ja. Ich glaube, wir haben es. Der Zilpzalp, Zilpzalp. War das einer? Was? Es gibt diesen Vogel, der Zilpzalp heißt. Echt? Ja, der heißt Zilpzalp, weil der Zilpzalp macht und das Verb dazu ist Zilpzalp vielleicht, oder? Also wenn du das jetzt so behauptest, dann stimme ich dir jetzt da. Also dass es diesen Vogel gibt, habe ich als Kind gelernt. Aha. Also das gucke ich mal. Also ich sehe da vorne Krähen, die hören wir aber gerade nicht. Die sind das für Enten, also Stockenten, Erpel und Enten. Und so Singvögel. Aber ob das Zirpzalpen sind, die rumzirpzalpen. Da, der Zirpzalp, das Wort sieht total komisch aus. Ich glaube es nicht. Ja. Ja, Tatsache, das gibt es. Also vielleicht haben wir sowas gerade gehört. Wenn man da drauf guckt, denkt man auch, ist es was?
Ja. Plitsch, platsch, zip, zalb. Das war übrigens so eine Möwe oder so. Hast du auch noch ein Geräusch? Da. Mein war Leben. Da einer gerade? Was hat der geantwortet? Da sind auf jeden Fall unglaublich viele Läufer auch gerade unterwegs. Das ist sehr lustig und wenig Kinder. So eine Vogelfolge wäre auch mal lustig, ne? Ja, du könntest dir immer so ein Otto. Jetzt hat übrigens einfach mal noch 20 Sekunden Pause wieder einen anderen Vogel abgespielt. Das ist gruselig. Jetzt, das läuft immer noch. Vogelautark. Ob noch ein Vogel kommt? Ja. Übrigens, Text unter dem Vogelsound ist, der Zilpzalk singt, wie er heißt. Das ist, um diesen Zungenbrecher zu vermeiden. Ich finde das klug. Das hat ein kluger Mensch geschrieben anscheinend. Das ist ein Laubsänger. Gut, Vogel, heute das Thema mal nicht. Nee, aber vielleicht macht ihr mal so eine. Heißt das ontologisch, ornithologisch? Ja. Nee, das sind Ohren, ne? Ah, jetzt. Das doch ontologisch sind Vogel. Ja? Menschen. Ja. Und von Vögeln kriegt man Kinder und deswegen macht das irgendwie auch Sinn. Wie rund diese Folge ist. Zumindest das funktioniert mit Helge. Ja. Ich hoffe, ich habe ihn einigermaßen würdig. Gaga, Dada, Eske. Vielleicht kommt ein bisschen wieder mit reinbringen Komisch. Können. Ja, ich mache das mit dir. Warum machen das immer diese Kollegen? Ich weiß auch nicht. Weil wir so viel Zeit miteinander verbringen und da werden wir so bierernst sein müssen. Weil wir den ganzen Tag ernst sein müssen und abends alles rauslassen können. Ja, so sieht es nämlich und aus. Ich nicht mal die Sorge habe, meine Autorität zu verlieren. Bisher. Ach, aber es geht noch, oder? Ja. Ja, wie gesagt, habe ich ja nicht. Also, man kann ja auch ganz anderes Thema, aber auch verschiedene Rollenebenen. Ja, auf der Arbeit würde ich schon auch nicht so richtig so mit dir reden. Genau. Lassen wir das mal. Ja. Das sind ja auch Kolleginnen zu, Kollegen. Das war ein schöner Abend und ein schöner Park, der vielleicht ein bisschen Pflege gebrauchen könnte. Es ist aber jetzt auch echt noch früh im Jahr. Ja, da kommt vielleicht mal eine Brigade, wie heißt das, Brigade? Eine Brigade von Menschen. Menschen, Ornithologen und da ist ein Gartenexperten vorbei und macht das schön. Eine schöne Ecke. Zurück zu den Wurzeln. Und ich glaube, die Jubiläumstour ist jetzt auch beendet. Okay. Wir haben genug Anklänge, alte Folgen. Aber vielleicht können wir doch nochmal irgendwann weitermachen in der Besetzung. Liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt uns, wie ihr es fandet. Daumen hoch, Daumen runter. Also mehr davon, weniger davon. Und wir sagen bis bald. Bleibt dabei. Viel Spaß beim Parkwandern, Kinder erziehen. Keine Kinder erziehen, Podcast hören und so weiter. Ja. Macht's gut. Bis dann. Auch von mir. Tschüss. Tschüss.